So Leute, heute teste ich mal das Messer von Pascal T. aus Kiel. Entweder er ist Hobbymessermacher oder macht das beruflich. Das weiß ich leider nicht. eBay Shop verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Die Kopfseite eignet sich ganz gut für ein Firesteel anreißen. Scharf ist das Teil auch ziemlich. Kydex-Seite wird auch mitgeliefert. Und jetzt geht's ans Baton. Ich kann euch auch leider nicht sagen, was für ein Stahl das ist. Vielleicht erzählt ihr es mir ja noch. Dann blende ich euch das jetzt ein. Und jetzt wollen wir hier jetzt mal so einen ordentlichen Prügelbaton. Also Batonen geht mit dem Teil richtig gut. Aber das ist jetzt Hartholz. Also zum Baton eignet sich das Messer gut. Das geht auch so durch solche Dinge. Stämme durch. Hat er echt gute Arbeit geleistet. Also das Endergebnis ist echt top. Mit dem Messer kann man echt was reißen. Und er hat auch eine Axt in seinem eBay-Shop. Ich verlinke euch natürlich den Shop unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. So, jetzt testen wir das Messer auch mal auf seine Firesteel-Tauglichkeit. Und es funktioniert.